Es geht um die Energie, die deine Kleidung ausstrahlt. So, jetzt wird's wild, jetzt wird's mystisch, Freunde. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt: Nachdem ich es auf meine Kleidung gesprüht hatte, verschwand die ganze negative Energie für immer. Da sind wir noch beim Thema, meine lieben Freunde. Wir gehen da jetzt rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. Hast du dich jemals gefragt, warum Leute wie Mark Zuckerberg, der verstorbene Steve Jobs, oder Bill Gates immer die gleichen Outfits tragen? Nun, dafür gibt es zwei faszinierende Gründe. Bill Gates, kein gutes Vorbild. Erstens, wie Steve Jobs selbst betonte, geht es dabei um Komfort und Organisation. Das ergibt Sinn, oder? Warum Zeit und mentale Energie damit verschwenden, sich jeden Tag um die Kleiderauswahl zu kümmern, wenn man sich auf wichtigere Dinge konzentrieren kann? Ist schon, hat er schon recht auf jeden Fall. Also es ist schon teilweise echt Zeit- und Energieverschwendung, sich darüber Gedanken zu machen, jeden Tag stundenlang, was man anzieht oder was nicht. Ich bin jetzt ein Typ, so ich gucke schon, aber zum Glück, seitdem ich hier in Tulum lebe, spielen für mich Klamotten auch keine große Rolle mehr. Meine Klamotte ist mein Geschenk von Gott, weißt du? Meine Klamotte ist mein Körper im Endeffekt hier. Ich habe echt selten Sachen an, jetzt Socken oder Schuhe oder ein Oberteil. Also das Einzige, über was ich mir Gedanken muss, ist mal die Unterhose, weißt du, wie ich meine? So, jeden Tag eine andere Unterhose, das macht jetzt nicht wirklich Energie und Zeit aus, weil die liegen einfach im Schrank, die muss ich einfach nur rausholen. Und dann mal ein Höschen und welche Schlappen ich anziehe. Das war's schon. Aber hier kommt das Spannende. Der zweite Grund ist ein echtes Juwel. Es geht um die Energie, die deine Kleidung ausstrahlt. So, jetzt wird's wild, jetzt wird's mystisch, Freunde. Ja, du hast das richtig gehört. Die Kleidung, die du trägst, kann tatsächlich deine Schwingung beeinflussen und bestimmte Energien in dein Leben ziehen. Also, ich muss sagen, als ich zum ersten Mal, das gehört habe, war ich auch so, hä, wie jetzt Kleidung, Energie und so, dachte ich mir auch so, hä, was erzählt der hier und so. Aber ich muss echt sagen, dass das schon stimmt. Also Kleidung kann schon dir eine gewisse Energy auch geben. Je nachdem, was für Kleidung du trägst, kannst du dich anders fühlen, Digga. Das geht, also es hat schon Einfluss auf dein Gefühl, wie du dich trägst und so, je nachdem, was für Klamotten du anhast, so. Das ist schon crazy. Also erstmal dein Stil und so und natürlich auch riechen, Düfte, Geruch. Wenn ich einen guten Duft auflege und mich fresh anziehe, dann trägst du dich an, fühlst du dich anders, weißt du? Deine Vibes sind anders. Aber auch wenn, ich sag ehrlich, ich habe hier zum ersten Mal so auch einfach so freie Stoffsachen angezogen, die so selbst gemacht wurden und so Leine, dies, das, gute Sachen, die sich auch gut anfühlen auf der Haut und so. Hat auch einen riesen Unterschied gemacht für mich persönlich zu synthetischen Klamotten, die ich auch immer noch oft trage, weil ich die fresh finde. Macht auch einen Unterschied. Merkst du schon, Digga? Fühlt sich in diesen freien Klamotten, in diesen selbst handgemachten Sachen, fühlt sich schon ein bisschen freier, ein bisschen positiver und so. Ist schon crazy. Und genau hier setzt dieses Video an. Ich werde dieses Konzept anhand einiger aufschlussreicher Lehren erläutern und dir zeigen, wie es deine gesamte Lebensanschauung verändern kann. Zunächst einmal verstehe, dass deine Kleidung nicht nur aus Stoff besteht. Sie nimmt auch Energie auf und könnte dich mehr beeinflussen, als du realisierst. Schauen wir uns schnell an, wie du diesen negativen Einfluss bewusst durch deine Kleidung stoppen und deine Energie erhöhen kannst. Das ist crazy, bro. Alles beginnt mit dem, was du vom Leben willst. Du kennst deine Träume und Ziele. Nun, genauso wie große Namen wie Steve Jobs, Warren Buffett oder Jeff Bezos, hast Bezos, na man? Du die Macht, diese Träume wahr werden zu lassen. Es Facts. Verrückt, aber es ist wahr. Das stimmt, man. Es ist wahr. Es ist wirklich wahr. Dazu müssen wir halt auch uns selbst erlauben, dass wir träumen. Weißt du? Mann, Alter, Menschen erlauben sich selbst gar nicht mehr richtig zu träumen. Die fangen an zu träumen und dann kommen sofort wieder die Stimmen im Kopf von allen anderen Leuten, die versuchen, denen ihre Träume auszureden. Ich kenne das selber damals, als ich meine ersten Träume hatte, so kamen ganz schnell Leute von außen und haben versucht, mir diesen Traum auszureden und gesagt, nein, du kannst das nicht, weil so und das und dies. Und dann fängst du irgendwann an, so an dir selbst zu zweifeln
und lässt es gar nicht mehr zu, überhaupt selbst zu träumen, weil du dann schon beim Träumen anfängst, dir im Kopf zu sagen, warum du das jetzt nicht träumen darfst oder warum du es nicht möglich machen kannst, so weißt du. Aber im Endeffekt ist wirklich alles möglich und das dürfen wir nicht vergessen, es ist wirklich alles möglich. Es gibt keine Limits, es gibt keine Grenzen, Freunde, ich schwöre dir. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dann kannst du es möglich machen. Alles. Gehirn ist wie ein Supercomputer, darauf programmiert, Dinge geschehen zu lassen. Und versteh das. Wenn du dir vorstellst, dass gute Dinge in der Zukunft passieren, fängt dein Gehirn tatsächlich an, sich zu verändern, um sie wahrscheinlicher zu machen. Also hier ist die Sache. Aktuelle Studien in der Neurowissenschaft verraten uns etwas Erstaunliches. Wir haben die Kraft, unser Gehirn davon abzubringen, in der Vergangenheit zu verweilen und es darauf auszurichten, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Ja, du hast das richtig gehört. Die meisten von uns tendieren dazu, in der Vergangenheit zu verweilen und lassen sie unsere Überzeugungen und Entscheidungen formen. Ja, ist so. Und das ist eine Sache, die kann richtig ekelhaft negativ sein, ich schwöre dir, Freunde. Ich habe das bei mir in meinem persönlichen Leben gemerkt. Das hat mich bis zu richtig ekelhaften Depressionen und Selbsthass und so getrieben, weil ich mich mit meinen vergangenen Erlebnissen so krass identifiziert habe, dass ich nicht darüber hinweggekommen bin und das mich immer weiter in so eine Negativspirale gehalten hat. Weil du dich immer wieder anfängst, damit zu identifizieren und dann ist es ja klar, dass du da auch nicht rauskommst. Wenn du nicht zulässt, dass die Vergangenheit ist und du dich wieder auf den Moment konzentrierst, um eine rosigere Zukunft zu schaffen, ist ja klar, wenn du immer wieder die vergangenen Erlebnisse durchlebst, dass du immer wieder der Typ aus der Vergangenheit bleibst. Wie willst du denn ein neuer Mensch werden, wachsen und vorankommen, wenn du immer wieder jeden Tag dich an die Vergangenheit erinnerst und dich daran orientierst so? Aber indem du konsequent eine Zukunft visualisierst, die dich begeistert, veränderst du tatsächlich dein Gehirn. Hier ist ein interessanter Fakt. Dein Gehirn kann nicht zwischen Realität und deiner Vorstellungskraft unterscheiden. Also, wenn du total begeistert von deiner Vision... Bro, ich merke es bei mir auch mit meiner Ex und so weiter. Holt mich immer wieder ein. Fühl das gerade so, was der Dude erzählt. Wir haben alle so Erlebnisse, weißt du, die immer wieder versuchen zu kommen und versuchen, weißt du, ihr müsst euch das so vorstellen, das sind so wie kleine Dämonen, die in euren Kopf reinkommen und die Aufmerksamkeit von euch haben wollen. Immer wieder und das wird auch für immer so bleiben. Und das, was du verändern kannst, ist, wie gehst du mit diesen Dämonen um? Wie viel Macht gibst du denen? Wie viel Gesicht zeigst du denen überhaupt so? Oder blockst du die einfach ab und sagst, pach, Bro. Komm, wenn du willst, du interessierst mich nicht mehr, ich habe gerade zu tun, ich fokussiere mich gerade auf die Zukunft, ich fokussiere mich darauf, was ich erreichen möchte, ich bin hier jetzt gerade. Komm, geh, wenn du willst, mir scheißegal. So, juckt mich nicht, interessiert mich nicht. Weißt du, wie ich meine? So. Die Gedanken kommen immer wieder und die wollen Aufmerksamkeit haben und du entscheidest im Endeffekt, ob du diesen Gedanken und diesen Gefühlen Aufmerksamkeit gibst oder nicht. Wenn du bist und dein Herz und deine Seele hineingießt, tagträumst du nicht nur. Nein. Du schaltest Schalter in deinem Körper um, aktivierst ganz neue Gene. Und versteh das, auch die neuesten Forschungen in der Epigenetik unterstützen das. Krass, kommt mir vor wie ein Video von Joe Dispenza, Bruder. Haben die das von Joe Dispenza übernommen, Digga? Fast 1:1 der Wortlaut auch. Nun, lassen Sie uns darüber sprechen, wie du diese mächtige Denkweise in deinen Alltag integrieren kannst. Wenn du eine kristallklare Absicht setzt und sie mit ernsthaften Emotionen mischst, verwandelst du dich nicht nur biologisch, sondern erlebst auch eine grundlegende Veränderung in deinem Kern. Dein Gehirn und dein Körper gehen von der Vergangenheit zur Akzeptanz der Zukunft über. Übrigens, ich glaube, ihr kennt ja Joe Dispenza, ne? Haben wir auch schon auf 2-3 Videos reagiert. Der hat, das wusste ich doch, also wann habe ich das mitbekommen? Vor 2-3 Monaten oder so. Der hat sein Retweet-Center hier, ne? Nicht weit von mir. Das ist krass, ich wusste das gar nicht, Digga. Auch als ich auf den schon reagiert habe und so. Ich wusste nicht, dass der hier ist. Der ist hier ganz in der Nähe und macht hier so Meetings und so Gruppensachen und Meditation und diese ganzen Sachen. Das ist krass. Eine Freundin von mir aus Deutschland war auch da. Selbst Bob Proctor sagt, du ziehst an, was du bist, nicht was du begehrst. Das bedeutet im Wesentlichen, dass du an deine Träume glaubst, als ob sie bereits wahr werden. Jetzt fragst du dich vielleicht,
was all das mit meiner Kleidung zu tun hat? Ja, das habe ich mich kurz gefragt schon vorhin, ja. Nun, es ist einfach. Es geht um die Entscheidungen, die du triffst, angefangen damit, wie du dich selbst siehst. Also achte darauf. Wenn du Maßnahmen für deine Träume ergreifst, sorge dafür, dass deine Entscheidungen mit dieser Vision übereinstimmen. Facts, Digga, hat der schön gesagt. Denk daran, es ist wie das Schreiben deines eigenen Lebensskripts. Das ist eine sehr powerful, ne? Sagen wir mal, du triffst eine Entscheidung, das ist mein Traum, das will ich erreichen, so. Und dann jede Entscheidung, die du in deinem Leben dann bis dahin, bis du diesen Traum erreichst, wenn du vor Entscheidungen stehst, stellst du dich immer die Frage so, wie treffe ich die Entscheidung so, dass die mit dem Traum und der Vision, die ich habe, einhergeht, so, dass das gut dafür ist. Und dann hast du auch nicht mehr so viel Probleme, Entscheidungen zu treffen im Endeffekt, weil du das immer wieder an der Sache, die du erreichen möchtest, orientierst und dann ist eigentlich immer offensichtlich im Endeffekt, was die bessere Entscheidung ist. Tieren jedes Schrittes zu deinen Zielen, den Erfahrungen, die du dir wünschst und den Emotionen, die du auf dem Weg fühlen möchtest. Hier ist der magische Teil. Wenn du dich auf diese Reise einlässt, beginnt etwas Tiefgreifendes zu geschehen. Du fängst an, die Schichten deines alten Selbst abzutragen, die veralteten Muster und Überzeugungen abzulegen. Es ist, als würdest du in ein ganz neues Ich schlüpfen, das mit deinen tiefsten Wünschen übereinstimmt. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, sich von alten Gewohnheiten zu lösen, insbesondere wenn diese Entscheidungen dich in der Vergangenheit festgehalten haben. Aber hier ist die Sache. Sich unwohl bei Veränderungen zu fühlen, ist eigentlich ein gutes... Kevin sagt, ich finde, Traum ist das falsche Wort. Ich finde Ziele viel powervoller. Powervoller, it didn't mean, Alter. Also das Ding ist so, ich finde Träume eigentlich ein gutes Wort, weil du sollst ja auch bewusst deine Ziele schon träumen. Weißt du, das ist ja, also du weißt gar nicht, wie powerful es ist, wenn du 20 Minuten zum Beispiel am Tag deine Augen zumachst und von deinen Zielen träumst. So, weil die sind ja jetzt noch nicht da, aber du stellst dir das in deinem Kopf quasi so vor, als ob es schon wahr wäre und gehst auch die Emotionen, die Gefühle und alles, was du dabei erlebst, auch durch. Das programmiert dich um. Das sorgt dafür, dass du deine Ziele schneller erreichen wirst. So. Deswegen träumen ist halt schon, meditieren, träumen, das ist halt schon ein gutes Wort dafür eigentlich. Ich würde es auch nicht unbedingt, Träume und Ziele sind auch ein bisschen was anderes für mich persönlich. Es bedeutet, dass du auf dem Weg bist, eine neuere, bessere Version von dir selbst zu werden. Also, lass uns über Wiederholung sprechen. Es ist wie das Klavierspielen lernen oder jede neue Fähigkeit beherrschen. Es erfordert Übung. Jedes Mal, wenn du Maßnahmen ergreifst, verdrahtest du dein Gehirn auf neue Weise und legst den Weg für dein zukünftiges Selbst frei. Stell dir das vor, wenn du dich darauf konzentrierst, die Person zu visualisieren. Das machen viele Profisportler ja auch, gerade beim Turnen und so weiter, das Standard. Ja, dass die im Traum quasi mit Augen zu die Movements und so durchgehen, ne? Ja, das ist auch wichtig. Ich glaube, die könnten sonst nie so krass sein. ...die du werden möchtest, wird diese Vision realer als alles andere. Dein Unterbewusstsein interessiert sich nicht dafür, ob es ein externes Ereignis ist oder etwas, das du intern erschaffen hast. Ist so. Es behandelt alles gleich. Das ist halt das Krasse dabei. Weißt du, was ich meine? Und deswegen ist es auch so wichtig. Was machst du, Digga? Was denkst du? Wie fühlst du dich? Weil das alles im Endeffekt auch einen Effekt auf dich und deinen Körper haben kann. Du kannst ja alleine, das ist ja schon so faszinierend, wie er es gesagt hat. So, das Gehirn entscheidet nicht, ob irgendwas passiert ist oder ob du es dir einfach nur einbildest oder vorstellst. So. Alleine, dass du alleine mit deinen Gedanken und deinem Gehirn dich selbst krank machen kannst oder auch dich selbst heilen kannst, ne? Das zeigt das schon. Du kannst mit den falschen Gedanken eine Krankheit in deinem Körper erzeugen und mit den richtigen Gedanken diese Krankheit wieder auflösen. Und da merkst du ja schon, wie fucking important das ist, was du denkst und wie bewusst du bist im Endeffekt. Weißt du? Weil wir Menschen sind so faszinierend und wir haben verlernt, das zu realisieren, wie wir eigentlich funktionieren und wie
wie heftig wir, Bro, was wir alles mit unseren Gedanken und mit uns selbst erschaffen können. Weißt du? Das ist crazy. Und ja, sogar was du trägst, wird Teil dieser energetischen Mischung. Jetzt lass uns die Punkte verbinden und herausfinden, warum deine Kleiderwahl mehr Schlagkraft hat, als du vielleicht realisierst. Deine Kleidung ist nicht nur aus Fäden zusammengenäht, sie sind wie kleine Energieschwämme, die die Schwingungen um dich herum aufsaugen. Und hier ist das Spannende. Wenn du ständig Outfits trägst, die nicht mit der Vision übereinstimmen, die du für dich hast, absorbierst du widersprüchliche Energien. Das ist powerful, Freunde. Ich schwöre, hört euch das an. Nehmt euch das mal zu Herzen. Reflektiert das mal für euch bitte, persönlich so. Der hat recht. Das ist wirklich so. Stell es dir so vor. Kleidung zu tragen, die das alte Ich repräsentiert, ist wie eine schrille Note in einer ansonsten wunderschönen Symphonie. Es passt einfach nicht richtig, oder? Ja, Digga. Der hat recht. Ich hab das auch manchmal. Ich fühle es. Denk darüber nach, wie du dich fühlst, wenn du etwas trägst, das dich unbesiegbar macht. Das ist die Kraft der Kleidung. Krass, Digga, das ist krass. Sie trägt eine energetische Signatur, die dich entweder hebt oder herunterzieht. Also ist es an der Zeit. Ja, das ist im Endeffekt genauso, wie er vorher auch gesagt hat, mit wenn du zum Beispiel Entscheidungen triffst, die nicht mit deinen Zielen, deiner Vision, deinen Träumen einhergehen, beziehungsweise dagegen sprechen, dann hältst du dich ja davon ab, eigentlich deinen Traum zu erreichen und dahin zu kommen, wo du ja gerne hin möchtest. So. Und genauso kann es auch sein, wenn du die falsche Kleidung trägst, die nicht zu dem passt, wer du eigentlich sein willst. So. Weißt du? Freunde, ab morgen nur noch Anzug. Ich sag auch, Anzug tragen ist so eine Sache, die einem auf jeden Fall sehr, also je nachdem, was du erreichen möchtest, so, aber die dir Energy geben kann. So, das kann dir Energy geben. Darauf zu achten, was du trägst. Dein Kleiderschrank ist nicht nur eine zufällige Sammlung von Kleidungsstücken, er ist ein Spiegelbild deiner inneren Energie. Jetzt, wenn du wirklich ernsthaft daran interessiert bist, mit der Energie dessen, was du in der... Du musst mich mal sehen, wenn ich mit Mantel bin, dann gehe ich wie ein Kaiser. Wenn ich normal rausgehe, ganz anders. Ich schwöre es so. Als ich damals auch bei BMW gearbeitet habe und immer mit Anzug und so rausgehe, Bro, ich habe mich ganz anders bewegt, so Hände in Tasche, Mantel oben drüber, so. Man ist majestätischer. Weißt du, wie ich meine? Und das strahlst du natürlich dann auch aus und ziehst ganz andere Sachen an. Auch Blicke und so. Ich habe gemerkt, Menschen bei mir, gerade bei mir ist extrem. Jetzt, wenn ich anfangen würde, hier jeden Tag mit Anzug zu streamen und so. Das ist so, weißt du, wie ich meine? Also, das war schon faszinierend, das zu erleben. Wie Menschen auch anders auf dich reagieren, nur wegen deinem Kleidungsstil. Leben bringen möchtest, in Einklang zu kommen, ist die Auswahl von Kleidungsstücken, die dieser Energie entsprechen. Der Schlüssel. Es geht darum, BI jeder Outfit-Wahl bewusst zu machen. BI? Was ist das denn? Denk darüber nach. Wenn du bewusst Outfits auswählst, die dich beflügeln, der eine Bruder sagt auch, Machiavelli sagt auch, deshalb liebe ich Anzüge, fühle mich dann immer kompetent und selbstbewusst. As fuck. Ist so. Ich mag das auch. Ich finde das auch cool. Und natürlich hat es dann auch im Endeffekt einen Einfluss auf, wie du dich trägst und was du erreichst. So. Und das ist bei vielen Dingen so. Eine Sache, die mir jetzt bei dem Thema auch direkt in den Kopf kommt, ist Ordnung. Als ich einmal verstanden habe, wie wichtig das ist, dass deine Dinge geordnet sind, weißt du, dass dein Zuhause geordnet ist, dass die Dinge alle ihren Platz haben und das alles schön geordnet ist einfach und sauber ist, das hat einen direkten Effekt auf wie du arbeitest, wie geordnet du vorangehst bei den Dingen, die du tust und wie ordentlich und wie sauber, weißt du? Also diese Sachen so, Ordnung, was trägst du, wie riechst du, bla bla bla, diese ganzen äußeren Sachen in Anführungszeichen haben auch natürlich einen Effekt auf das Innere, genauso wie andersrum. Oder selbstbewusst machen, wählst du nicht nur Kleidung, du bereitest die Bühne für eine ganz neue. Komm, Männer, ab morgen nur noch Anzug anziehen. Ja, Bro, ich bin da raus, Digga, weil hier, ich würde mich totschwitzen. Eine Sache, das ist jetzt auch voll off-topic, aber egal. Ich frag mich immer wieder, wie diese Mexikaner hier einfach mit langen Klamotten rumlaufen. Das ist wie eine Verschwörung für mich, Digga. Die laufen mit langen Klamotten rum und die schwitzen nicht, Digga. Und die arbeiten. Tragen so Sachen und so. Und die laufen einfach und machen ihr Ding und so. Und ich guck die an, ich denk, wie macht ihr das, Digga?
geht das? Mit Jeanshose, Schuhe, T-Shirt, Digi. Ich hab noch nie einen verschwitzten Mexikaner gesehen, ich schwör's dir, Bruder. Die schwitzen einfach nicht, Bro. Ebene der Übereinstimmung zwischen deinem inneren Selbst und der Welt um dich herum. Es ist wie die Botschaft an das Universum, welche Art von Person du wirst. Also, lass uns diese Idee in konkrete Handlungsschritte umsetzen. Als erstes, sammle deine Materialien, eine Sprühflasche mit Wasser und deine Kleider. Steh vor deinem Kleiderschrank. Okay. Atme tief ein und spüre wirklich, wie sich jedes Stück für dich anfühlt. Jetzt kommt der magische Moment. Achtung! Halte jedes Stück in deinen Händen und frage dich, spiegelt dieses Outfit die Person wider, die ich werden möchte? Krasse Scheiße! Vertrau hier auf dein Bauchgefühl. Suche nach Stücken, die dich selbstbewusst ermächtigt und mit deinen Zielen in Einklang bringen. Wild! Wild. Wenn du deine Powerstücke ausgewählt hast, ist es Zeit, sie mit Absicht zu erfüllen. Halte jedes Stück nah an dich und sage ein einfaches Gebet oder eine Affirmation wie: Ich setze die Absicht, dass die Energie, die durch diese Kleidung fließt, mich dazu führen wird, meine beste Version zu manifestieren. Wow, Digga, das ist ähnlich wie auch man das eigentlich mit seinem Essen und mit seinem Wasser und was man so zu sich nimmt auch machen sollte, ne? So segnen quasi und strukturieren, Liebe da reinhauen, so. Und er sagt jetzt, dass man das auch mit den Klamotten machen sollte. Also, nennt mich Mystiker, nennt mich einen verrückten, abgefuckten Verschwörungs-, was auch immer so. Allein das Ritual an sich, dass du dir diese Kleidungsstücke aussuchst, dass du da diese Energy reinsteckst und sagst, das ist die Kleidung, die zu mir passt, die mir Power gibt, die dafür sorgen wird, dass ich das erreiche, was ich erreichen möchte. Das ist genauso wie Placebo. Das wird funktionieren. Das wird funktionieren, wenn du daran glaubst. Danke, dass du mich bedeckst, beschützt und mich auf dem Weg zur Verwirklichung meiner Wünsche leitest. Geil. Und hey, vergiss nicht, deine Sprühflasche zu personalisieren. Das ist krass, Digga, ich schwör's dir. Füge ein Etikett mit einem Satz hinzu, der dein gewünschtes Ergebnis einfängt, ob strahlendes Selbstvertrauen oder Magnet für... Also ich weiß jetzt nicht, ich gehe so weit, dass du jetzt nicht unbedingt vielleicht die Sprühflasche, dass du dir die Sachen jetzt nicht ansprühen musst, so, aber alleine dieses Denken und diese Energy da reinzuhauen, glaube ich, kann auf jeden Fall einen Effekt haben. Volk. Und ich gehe so weit, dass man das mit allen Dingen machen sollte. Ich habe mittlerweile angefangen, mich selbst, meinen Körper so auch zu segnen, weißt du? Und dankbar dafür zu sein jeden Morgen. Mich selbst zu umarmen, mir einen Kuss zu geben, Digga, und mir dankbar dafür zu sein, dass ich in diesem Körper leben darf und dass mein Körper mich durch diese Erfahrung, durch diese menschliche Erfahrung durchträgt und stabil ist so. Und stabil bleibt auch, weißt du, wie ich meine? Dafür mal dankbar sein, Digga, mal sagen, geil, weißt du, was ich meine? Thank you. Der einfache Akt fügt dem Prozess eine zusätzliche Ebene der Absicht hinzu. Jetzt sprüh deine ausgewählten Kleider sanft mit Wasser ein und lass sie trocknen. Diese symbolische Handlung hilft dabei, deinen Kleiderschrank energetisch mit deinen Bestrebungen in Einklang zu bringen und eine kraftvolle Synergie zwischen deiner inneren und äußeren Welt zu schaffen. Synergien, man. Also, beim nächsten Mal, wenn du dich anziehst, denk daran, du ziehst nicht einfach irgendetwas an. Du wählst bewusst Stücke aus, die deine Reise unterstützen und die Energie reflektieren, die du verkörpern möchtest. Deine Kleidung ist mehr als nur Stoff. Es sind Werkzeuge für Selbstausdruck und Manifestation. Danke fürs Zuschauen. Bleib gesegnet. Wilde Sache, Digga. Also fand ich persönlich ein sehr interessantes Video, eine sehr interessante Geschichte so. Also da nochmal die Kleiderauswahl und was man so anzieht zu hinterfragen, zu überdenken, ist eine gute Sache, Digga. Feier ich. Stark. Hat Spaß gemacht. Ich küsse euer Herz. Liebe geht raus. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt stabil. Macht's gut. Bis dahin. Peace out, Gang.